Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Ja, heute machen wir die Oster-Challenge. Und zwar S-Challenge. So, wir haben etwas Besonderes. Also, die erste Runde geht mit diesen Ostereiern. Die zweite Runde mit den Schwäbchen. Und dann kommt dann mit dem Löffelei. Aber das Besondere an der Challenge ist, in jeder Runde müssen wir jedes Mal einen Text aufsagen. Die erste Runde ja das, danach das, danach das. Ich werde das alles vorzulesen. Und man muss in einer Runde alle vorgegebenen Sachen essen und zusätzlich den Text vorsagen, um die Runde zu gewinnen. Und wenn man das vorliest und man sich einmal versprochen hat, muss man alles wieder von vorne los. Ja. Runde 1 beginnt in 3. 2, 1, go! Fisch als Fritz! Fisch als Fritz! Fisch als Fritz, Fisch, Fische, Frische, Fische, Frische, Fische, 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 Fische. Okay, bei Vorlagen. Was muss man essen? Fisch als Fritz! Okay, Maxi, bei der erste. Die erste Runde geht an Maxi. Wir gehen in 3. Warte. 3, 2, 1, go. Wer kann schneller einen Papierflieger basteln? Wer kann schneller einen Papierflieger basteln? Es kann schneller einen Papierflieger ist basteln. Ist das der Osterhase mit Masse? Ja, ist das der Osterhase mit Masse? Steht 1,5 zu 0,5, weil diese Runde war unentschieden. Löffelei. 3, 2, 1, go. Digga, reiß doch mal. Was? Wer bin ich? Fragezeichen? Zeichen Fragen nicht schneller als wirkliche Wertzeichen. Wer bin ich? Fragezeichen? Zeichen Fragen nicht schneller als wirkliche Wertzeichen. Nein. Oh mein Gott! Also 1,5 zu 1,5. Einigen wir uns darauf, dass es keinen Gewinner gibt. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie man ein perfektes Osternest basteln kann, dann klickt doch einfach auf den Link in der Beschreibung. Und... Ja. Oh.